Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich drehe jetzt dieses Video zum zweiten Mal ab und hoffe, dass alles diesmal scharf ist und ich nicht nochmal alles neu drehen muss. Ich habe das nämlich heute schon mal versucht und dachte mir, komm, ich versuche es jetzt noch einmal, weil so viele sich ein Istanbul-Bazaar-Haul gewünscht haben. Und ganz viele wollten auch noch außerdem wissen, wo wir alles waren, was wir alles gemacht haben. Und ja, ich dachte mir, deswegen drehe ich jetzt nochmal das Video für euch ab und fange jetzt erstmal mit meinem kleinen Bazaar-Haul an. Basma und ich waren ja jetzt insgesamt 5 Tage in Istanbul und wollten natürlich auch unbedingt shoppen. Und am ersten Tag waren wir auch am Grand Bazaar. Das ist so der, wie der Name schon sagt, große Bazaar in Istanbul. Und als wir am ersten Tag dort waren, waren wir leider mega enttäuscht, weil wir, glaube ich, auch auf den falschen Straßen waren und die Sachen uns gar nicht so gefallen haben. Dazu kam auch noch, dass wir uns gar nicht wohlgefühlt haben dort und ja, uns natürlich die ganzen Leute immer angesprochen haben, dass wir da reinschauen sollen und da und so weiter. So läuft es natürlich auf einem Bazaar ab, aber wir haben uns, wie gesagt, einfach nicht so wohlgefühlt und konnten einfach nicht in Ruhe schauen. Das wurde uns wirklich viel zu viel, so dass wir einfach beschlossen haben, ja, was anderes zu machen. Naja, so viel zum Grand Bazaar. Dann haben wir am Samstag noch von einer lieben Zuschauerin einen sehr, sehr coolen Tipp bekommen, dass der Society Basari samstags stattfindet und wir hatten das große Glück, dass wir noch nicht unterwegs waren oder so und haben unseren Tag dann danach gelegt und sind dann zu diesem Bazaar gefahren. Und ich bin so froh und dankbar, dass wir diesen Tipp von der lieben, ich glaube Mani hieß sie, bekommen haben. Also falls du zuschaust, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Weil dieser Bazaar, genau so habe ich mir das vorgestellt. Das war voll, es gab so viele schöne Sachen, Klamotten, Schmuck, Gardinen, eigentlich wirklich alles mögliche, Bettwäsche, so wie man sich halt einen türkischen Bazar vorstellt. Und ich hatte so viel Spaß dort. Ja, man hat erstmal gar nicht gewusst, wohin soll ich schauen, was soll ich mir erst anschauen und so weiter. Aber dieses Feeling und dieser Vibe dort, das war einfach so cool. Wir waren so überfordert, aber es war einfach, es hat so viel Spaß gemacht. Und wir haben übrigens dort auch Börek mit Spinat und Käse, glaube ich, gegessen. Das war so lecker. Und sind einfach damit rumgelaufen und mit unserem Ayran und so. Also das war wirklich eine coole Erfahrung. Und wenn ihr mal dort seid, wie gesagt, dieser Bazar findet immer nur Samstag statt. Und auf diesem Bazar habe ich ganz, ganz viel gefunden. Unter anderem dieses Off-Shoulder-Oberteil, falls ihr euch gefragt habt, woher das ist. Das ist wirklich super süß, hat so bestickte Ärmel und hier in der Mitte hat es auch noch so Spitzendetails, also wirklich super süßes Oberteil und das hat, glaube ich, auch nur umgerechnet 5 Euro gekostet. Dort haben wir alles mit Lira bezahlt und 50 Lira sind ungefähr 10 Euro umgerechnet. Genau, so könnt ihr euch das so ungefähr vorstellen. Dann habe ich auch noch dieses Oberteil dort gekauft. Das sieht angezogen bestimmt so schön aus. Das habe ich noch nicht anprobiert. Und ich kann mir das super gut mit so einer weißen Hose vorstellen. Oder sogar eine Jeans oder Röcke. Das ist so ein, ja, so ein Peach-Rosa. Und es hat auch so Spitzendetails hier. Hier ist es so an der Taille gerafft. Und das hat auch ein Off-Shoulder-Detail natürlich, aber man trägt das so. Super, super süßes Oberteil und trifft genau meinem Geschmack. Dann habe ich dort, beziehungsweise hat das Basma entdeckt und hat gleich gemeint, dass ich das kaufen soll. Sie hatte nämlich an diesem Tag so ein schönes Kleid an, das war aber, glaube ich, von Zara und ich fand das so schön und deswegen hat sie dabei gleich an mich gedacht, weil ich, wie gesagt, ihr Kleid so schön fand. Und sie hat mir dieses hier rausgesucht. Das ist auch wirklich wunderschön. Ich blende euch mal ein Bild ein, wie das getragen ausschaut. Das hat eine Midi-Länge und hat so Blumenmuster. Ist auch ein sehr schönes Material, also super angenehm für den Sommer. Und das hat hier so einen V-Ausschnitt. Genau, und dieses Kleid hat umgerechnet 10 Euro gekostet. Also mega Schnäppchen und das sieht vor allem gar nicht aus, wie als ob man es vom Bazar hat. Dann habe ich hier so ein weiteres Oberteil. Das hat so einen V-Ausschnitt und ist so gestreift. Und das kann ich mir ganz gut zu einer High-Waist-schwarzen Hose vorstellen oder ein Rock. So ein Oberteil, finde ich, ist super leicht kombinierbar. Dann mache ich weiter mit so 2 Culotte-Hosen, die so einen gerafften Muster haben.
Nee, Plissé nennt man das ja. Einmal habe ich die Hose in einem Khaki-Grün. Ich bin 1,68 groß und die geht mir bis zu den Füßen. Also für mich die perfekte Länge. Und die geht auch ganz schön weit hoch. Das liebe ich ja. Auf dem Grand Bazaar habe ich mir noch diese zwei Tücher gekauft. Die fand ich super schön, so als Haarschmuck für den Sommer. Keine Ahnung, wenn ich die Haare offen habe. Oder dieses Gelbe. Das finde ich so schön. Keine Ahnung, Leute, wie ich mir das binden werde. Aber ich muss mir unbedingt dazu ein YouTube-Tutorial anschauen, weil ich habe davon gar keinen Plan. Die Basma hatte das an und das sah so schön an ihr aus. Also könnt ihr mal bei ihr vorbeischauen, wie sie das getragen hat. Ich zeige euch meinen Lieblingsteil aus dem ganzen Bazaar. Und zwar ist es ein Zweiteiler, den hat Basma in so einem schönen Rostorange. Und ich habe ihn mir in meiner Lieblingsfarbe gekauft und zwar Olivgrün. Oh, wie schön schaut das bitte aus. Ich liebe diesen Zweiteiler, weil es genau einfach meinen Geschmack trifft. Das ist erstmal so ein Off-Shoulder-Oberteil, also mega einfach. Die haben hier leider dieses Schild rausgeschnitten, sonst würde ich euch sagen, wie diese Marke heißt. Ja, so läuft es auf dem Bazaar zu, ne, Leute? dann dazu passend diese High-Waist-Hose in so einem Culotte. Nee, das ist keine Culotte, sondern die geht ganz lang. Und die hat vorne zwei Schlitze. Das heißt, wenn man geht, sieht man halt die Beine und darunter ist so eine Short sozusagen. Also es sieht getragen wunderschön aus. Und dieser Zweiteiler hat umgerechnet 20 Euro oder 18 Euro gekostet. Wir haben so viel verhandelt, wie es geht. Da war Basma echt besser als ich. Leute, wenn Basma nicht bei diesem Urlaub dabei wäre, ich hätte mich so die ganze Zeit verarschen lassen. Ich bin so richtiger Tourist. Ich kann gar nicht verhandeln, obwohl ich Irakerin bin, ja. Also das liegt mir leider nicht im Blut. Deswegen war ich sehr, sehr froh, dass mich Basma begleitet hat. Sonst, ja. Genau, und jetzt mache ich mal weiter mit den Schlappen, die ich auch super süß fand. Das sind diese hier. Schaut mal, die sind super süß und ja, für den Sommer mega, mega cool. Und die Farbe, sowohl auch das Muster hier, gefällt mir total gut. Und die haben umgerechnet 5 Euro gekostet. Dann habe ich noch ein paar Schuhe für meine Mama gekauft. Und zwar schauen die so aus. Die haben mir auch voll gut gefallen. Und ich hoffe, ihr gefallen sie auch. Das ist so ein Samtmaterial und die sind mit so Perlen bestickt. Also die finde ich auch mega, mega süß für den Sommer. Und die haben umgerechnet auch 4 oder 5 Euro gekostet. Dann habe ich mir noch aus dem Grand Bazaar für mich, aber auch zum Verschenken, so super schöne Täschchen gekauft. Guckt mal bitte, mit so einem richtig süßen Muster. Die kann man voll gut als Schminktasche hernehmen. Dann so kleinere, die habe ich zum Verschenken mitgebracht. Die kann man super gut so in die Handtasche reintun und so Schlüssel oder Lippenstifte, Handcreme, was auch immer, in so einem schönen Flieder und so Golddetails und so einem Pink. Die haben umgerechnet, oh mein Gott, wie viel haben die gekostet? Ich glaube, das hat 1,50 oder 2 Euro gekostet und die noch weniger, also ein Schnäppchen. Dann geht es weiter mit zwei wunderschönen Taschen, in denen ich mich sofort verliebt habe. Also die schauen wirklich wunderschön aus. Die Größe gefällt mir, das Muster hier und ich finde, das schaut auch echt okay aus. Also es könnte auch von ASOS sein. Ich finde, es schaut jetzt nicht super billig aus. Und die haben auch so einen Goldhenkel und das liebe ich ja an Taschen. Das zum Beispiel ist mir ein bisschen zu lang, dieser Goldhenkel. Da kann man das bestimmt verstellen. Was ich aber immer mache, wenn es schnell gehen muss, ich nehme immer die eine Seite so rum und die andere so, also einfach so überkreuzt und mache dann die Tasche zu und dann ist das hier kürzer. Also so mache ich es immer zumindest. Und die habe ich für meine Schwester mitgebracht. Die finde ich auch mega schön in so einem Champagnerton und dem gleichen Muster wie meine. Dann habe ich hier noch so verschiedene Fußketten mitgebracht und sie haben alle umgerechnet circa 1 Euro gekostet. So schön, Leute. Ich liebe Fußketten, vor allem im Sommer und so für den Strand. Dann habe ich hier noch so eine mit so Augen. Die sind auch nicht alle für mich natürlich, sondern auch zum Verschenken an die Family und Freunde und so weiter. Ich kenne es bestimmt alle. Dann habe ich hier noch Ketten auch zum Verschenken. Mit so einem Auge. Finde ich auch mega, mega schön. Die fand ich voll süß für meine kleinen Cousinen. Das sind so ganz feine Ketten mit so einem Auge. Und dann dazu passend so ein Armband. Und für meine Cousins habe ich noch so zwei Armbänder gekauft. Es ist so schwer für Jungs einzukaufen, Leute. Ich weiß nie, was man denen schenken soll. Und das ist der Schmuck, den ich mir dort gekauft habe. Ich als Schmuck-Junkie war natürlich dort im Paradies. Und
Es gab so schön Schmuck dort, Leute, und vor allem so günstig. Deswegen habe ich mir so viel mitgenommen, aber natürlich sind da auch ganz viele Sachen zum Verschenken da. Hier habe ich zum Beispiel Kreolen, die ich auch anhatte, und die sehen so schön und hochwertig aus. Und guck mal, die ganzen Ringe. Ich liebe so feine Ringe und ich weiß nicht, ich finde die einfach so schön und bin so happy darüber. Da habe ich noch ein paar Armbänder und auch nochmal ein paar Fußkettchen. Wenn man in der Türkei ist, muss man natürlich auch immer Rosenwasser mitnehmen. Ihr wisst, wie gut Rosenwasser für die Haut ist. In der Türkei sind die halt einfach viel, viel billiger. Ich habe hier 300 Milliliter und die haben umgerechnet 3,50 € gekostet. Ich habe mir eins mitgebracht und eins wieder zum Verschenken. Außerdem habe ich noch so Süßigkeiten mitgebracht für meine Tanten. Das ist Lokum, glaube ich. Lokum heißt das. Und das ist mit Pistazien und Granatapfel-Aroma. Die sind so lecker, diese Dinger. Mir habe ich auch ein bisschen was mitgenommen und schaut mal. Da ist einfach fast nichts mehr drin. Diese kleinen Dinger hier mit Kokos sind so lecker, Leute. War jetzt mein letztes. Leute, heute ist echt ein Wurm drin. Jetzt sehe ich schon wieder, dass die Kamera blinkt, weil der Akku gleich leer ist. Ja, und deswegen kann ich euch jetzt gar nicht erzählen, was wir alles gemacht haben, wo wir alles waren, welchen Restaurants und in welchen Ecken. Und das tut mir jetzt mega leid, aber ich dachte mir, ich filme jetzt schnell meinen Haul nochmal ab, weil er davor... mit den Empfehlungen habe ich übrigens das Video gedreht. Ja, unscharf war das Video. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche es jetzt nochmal und jetzt wird es schon mega dunkel bei mir daheim. Ich habe keine Filmlichter hier, die sind nämlich alle im Büro und jetzt blinkt auch noch mein Kameraakku. Yay! Ich hoffe trotzdem, dass es einigermaßen in Ordnung war. Wenn ihr noch ein Erfahrungsbericht, Travel Guide, was auch immer sehen wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann drehe ich das so schnell wie möglich wieder ab. Wie gesagt, ich freue mich über euer Feedback in die Kommentare. Schreibt mir auch super gerne, ob ihr schon in Istanbul wart. Und wenn ja, schreibt gerne eure Empfehlungen auf, ob es Restaurants sind, Sehenswürdigkeiten, was auch immer. Weil ich ganz, ganz viele Nachrichten bekommen habe, dass einige vorhaben, nach Istanbul zu fliegen. Und so kann sich jeder gegenseitig helfen. Ohne eure Nachrichten auf Instagram hätten wir auch gar nicht all das gemacht, was wir gemacht haben, was mega, mega schön war. Und ich würde mal jetzt sagen, ich mache mal erstmal Schluss, bevor wieder die Kamera ausgeht. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, von euch zu lesen und hoffe, dass ihr auch das nächste Mal einschaltet. Tschüssi!